So, liebe Leute, es ist Dienstag, das bedeutet, die One Piece Spoiler sind da. Sie sind da, Egghead Island ist jetzt vorbei. Wir kriegen Infos zu dem Haki, wir kriegen Infos allgemein zu diesem ganzen Egghead-Chaos, was da im Hintergrund noch ablief. Und am Ende kriegen wir einen kleinen Tease auf Elban. Wie immer, für die schnelle, knackige Arbeit, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Endlich haben wir die Spoiler. Also, bevor wir anfangen, nächste Woche soll Pause sein, laut diesen Spoilern hier von PewPiece. Ich habe, wie gesagt, die Quelle verlinkt. Und nächste Woche soll halt Pause sein. Erstmal hieß es ist nicht Pause, deswegen angeblich soll jetzt Pause sein. Und das müssen wir erstmal glauben. Das Kapitel heißt die zwei leeren Wochen. Kapitel 1123. Coverpage ist immer noch Yamato auf ihrer Wano-Mission, die sie zusammen isst mit ein paar Kindern. Okay, auf Egghead sehen wir jetzt aber mal, was das alles für einen Rattenschwanz hat. Dieses riesige Haki von Joyboy, was freigesetzt wurde durch diesen Knoten. Denn wir sehen, dass alle Marineleute K.O. sind. Alle. Sogar die Vizeadmiräle. Jetzt sehen wir es hier. Es sah nämlich noch so aus, dass sie sich irgendwie noch halten können und noch irgendwie wenigstens nicht bei Bewusstlosigkeit irgendwie sind, aber anscheinend sind die alle down. Das war zu stark, zu hart für alle. Selbst die Vizeadmiräle, das müsst ihr euch einfach mal reinziehen, liegen auf dem Boden. Und jetzt kommt die Info, die ich euch Sonntag im Stream exklusiv als allererstes gefühlt gegeben habe. Denn die Info war auch nirgendwo. Die habe ich exklusiv von einer Quelle bekommen und zwar, dass Boogie und Woogie sagen, dass dieses Haki, das Königshaki, was freigesetzt wurde, sogar höher sein könnte als das von Shanks. So steht es jetzt hier in den Spoilern. Und wenn ihr Sonntag bei mir im Chapter-Stream ab und zu reinschaut und nächste Woche keine Pause ist, könnte es sein, dass ich euch dann hier und da vielleicht schon mal einen kleinen Sneak-Peek aufs nächste Chapter geben kann. Und da das jetzt hier mit bestätigt wurde mit diesen Spoilern, die jetzt öffentlich rausgekommen sind, beweist es ja auch, dass ich mir das nicht irgendwie aus den Fingern gesogen habe, nur um irgendwelchen Clickbait zu betreiben. Ich bin damit auch wirklich vorsichtig. So, und Boogie und Woogie haben halt den Vergleich auch zu Shanks gehabt. Sie haben den Angriff gegen Kid gesehen, da wurde auch Königshaki freigesetzt, so. Ob sie jetzt wirklich Shanks Peak-Haki kennen, so, was ja von Joyboy das war im Knoten, das hat Joyboy selber gesagt in diesem Flashback. Das wissen wir nicht. Oder ob sie schon mal dabei waren, wo Shanks sein volles Haki so freigesetzt hat, einfach so. Aber sie nehmen das an und das ist schon für mich Info genug, dass da auch irgendwie was dran ist. Und es muss ja auch irgendwie so sein, so dass der stärkste Joyboy jetzt wohl ein bisschen über Shanks. Das ist jetzt auch keine Verwunderung. Dann kriegen wir ein Flashback, nachdem wir aber noch einmal auf der Sunny gesehen haben, was Sanji in seinen Händen hat, beziehungsweise noch hatte vor kurzem, und zwar Vegapunks Leiche. Er guckt sie an, er hatte ihn ja noch in der Hand und dann wurde er umgebracht. So, jetzt liegt er dort, tot, die Leiche von Vegapunk. Das Elban-Chip und die 1000 Sunny setzen Segel zu Elban. Und dann kriegen wir den Flashback, der auch über Vegapunk handelt. Wir kriegen hier nämlich jetzt ein bisschen mal hinter den Kulissen gezeigt, was da eigentlich abging. Was jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht mehr so interessant ist. Also sind wir mal ehrlich. Aber trotzdem ist das so ein kleines Puzzlestück, was noch gefehlt hat. Deswegen hat Renon wahrscheinlich auch dieses Puzzlestück da gepostet. Denn vor zwei Wochen sehen wir, dass Shaka, Vegapunk 01, erkannt hat, dass etwas geändert wurde im Datenlabor. Und diese Info hat er direkt mit dem echten Vegapunk, mit Stella geteilt und Pythagoras. Und die haben dann halt zusammen rausgefunden, dass ein Vegapunk sie verrät. Ein Vegapunk überschreibt da irgendwelche Daten, damit das nicht irgendwie synchronisiert wird, damit das nicht rauskommt. Ihr wisst es ja, York hat ja mit der Weltregierung mehr oder weniger einen Deal. Sie hat ja auch die CP0-Leute dort eingesperrt und alles okay. Sie dachten aber erstmal, Lilith wäre die Verräterin. Die einzige, die jetzt noch überlebt hat von den Vegapunks und jetzt auch auf dem Elban-Chip irgendwie ist. Aber dann haben sie herausgefunden, dass es nicht Lilith ist, sondern dass es York ist. Und Vegapunk dachte erst noch so, oder hat sich dann gedacht, dass die Eigenschaft Gier, gierig zu sein, die er ja für York benutzt hat, ein Fehler war. Lilith soll ja evil sein, so angeblich, und deswegen dachten wir auch alle, sie ist die Verräterin, aber dieses Gierige, dass man nie zu viel kriegt, den Hals nicht voll kriegt, das ist letztendlich der Fehler gewesen. Diese Eigenschaften haben diese eigenen Vegapunks dann wohl ein bisschen mehr, ausgeprägter. Wie dem auch sei, wir erfahren dann diesen Lucia Kingdom Vorfall, dass die ganze Insel weggelöscht wurde, eine Woche vorher, und sie erkennen halt dann, dass es kein Zurück gibt, so. Sie können jetzt einfach Inseln auslöschen und das ist die Bestätigung und alles so. Und dann erfahren wir auch, wie Vegapunk das alles gemacht hat mit Shaka und Pythagoras. Das ist wirklich so das Letzte, was uns noch gefehlt hat, wie sie die Counter-Attack, den Konterangriff geplant haben. Vegapunk hat nämlich wirklich diesen antiken Roboter, den antiken Riesen dort präpariert und hat diese Livestream-Teleschnecke in ihm versteckt. Und er hat das Video aufgenommen, das vorher aufgenommene Video, die Livestream-Übertragung, die dann auch gesendet wird, das hat er aufgenommen. Das sieht man auch alles nochmal in dem Chapter. So, und dann haben sie die letzten zwei Wochen aus den Erinnerungen von sich selber gelöscht. Also Vegapunk hat sich alles wieder weggelöscht aus seinem Kopf und aus diesem ganzen Synchronisationsding von den anderen auch, um halt das vor York zu verstecken, damit
damit sie immer noch denkt, ja, die wissen gar nichts und die erahnen noch gar nicht, dass ich die Verräterin bin und was ich hier plane und so. Obwohl die alles wussten und letztendlich reverse-mäßig einen Schritt weiter waren schon. Vegapunk ist, wie gesagt, der krasseste. Nachdem sie dann ihre Erinnerung gelöscht haben, hat Vegapunk aber danach noch eine Nachricht gefunden, die von ihm selber hinterlassen wurde. Für ihn sozusagen. Das ist so ein kleiner Steins Gate-Moment oder so. Keine Ahnung, wie man das sagen soll. Und die Nachricht für ihn selber lautet einfach nur, habe Vertrauen in dich selber und sterbe. Diese Nachricht hat Vegapunk an sich selber gesendet. Vertraue in dich selber und sterbe. So, als wäre das, also es war sein Plan. Es war von vornherein auch sein Plan, hier zu sterben mit dieser Nachricht, damit die Nachricht gesendet wird und so. Von ihm selber eine Nachricht. Ich finde das irgendwie krass so. Man hätte die Nachricht vielleicht schon ein bisschen früher im Egghead Island Arc irgendwie bringen sollen. So, stellt euch mal vor, er hätte das schon gefunden und man hätte sich da noch keinen Reim draus machen können. Die ganze Zeit so. Und wenn es jetzt erst aufgelöst wäre, so mäßig, mit diesem Satz auch, den er gefunden hätte, wäre es ein bisschen cooler gewesen, finde ich irgendwie. Aber egal, wir kennen das Chapter auch noch nicht, vielleicht ist es am Ende krasser. Das Chapter ist auch am Ende noch so. In der Gegenwart sehen wir wieder die Riesenpiraten, wir sehen Lysop natürlich und Ruffy, die beide extrem am Feiern sind, dass sie jetzt nach Elbaf aufbrechen. Also Lysop sagt ja auch, endlich breche ich auf zu diesem Land meiner Träume, Elbaf. Und das ist schon cool, weil das ist auch der Lysop-Arc und es wird auch ein cooler Arc für Lysop. Auch dann wird das Thema Haki vielleicht bei Lysop auch mal ein bisschen weiter thematisiert, was ja bei Dressrosa angeteased wurde, erweckt wurde in ihm und jetzt auf einmal wurde es arg-mäßig 10 Jahre später nicht mal mehr irgendwie erwähnt. Und der letzte Satz ist wirklich wichtig in diesem Chapter. Jetzt haltet euch fest. Der letzte Satz, den Vegapunk noch gesagt hat, in Sanjis Armen auf Egghead, während er getragen wurde, wo er schon ausgeblutet ist, mehr oder weniger, hat er noch Sanji einen Satz gesagt. Er sagt zu Sanji, dass er möchte, dass die Strohpiraten das One Piece finden. Er hat gesagt, ich möchte, dass deine Crew es kriegt. Das One Piece. So hat Vegapunk das zu Sanji gesagt, was natürlich so episch ist. Das bedeutet, dass Vegapunk schon da direkt Vertrauen hatte zu der gesamten Strohpiratenbande. So nicht nur Vertrauen so mäßig ja in diesem Arc, sondern Vertrauen, die ganze Welt zu retten, weil er kennt ja schon das große Ganze mehr oder weniger. Aber das ist schon krass. Auch wenn das Chapter an sich, sind wir mal ehrlich, was ist das für ein Chapter? Also ein Chapter, wo die auf dem Schiff sind, es fühlt sich fast an wie ein bisschen Filler. Okay, wir kriegen zwar neue Puzzlestücke, so was jetzt noch passiert ist, beziehungsweise wie Vegapunk diesen Verrat von York schon gewusst hatte und dann diese Livestream-Teleschnecke geplant hat. Das war noch eine Sache, die gefehlt hat, ja. Aber es ist natürlich jetzt kein Hype. So, und deswegen muss man ein bisschen abwarten. Es war klar vielleicht, dass noch so ein Chapter kommt. Ich hätte mir in diesem Chapter vielleicht noch ein bisschen gewünscht und erwartet auch, dass wir vielleicht Gegenwart Egghead jetzt nochmal sehen. Saturn, York, jetzt dazu nochmal in der Gegenwart dort, was sie jetzt gerade machen. Wie jetzt das Vorgehen ist von Saturn, zurückzusegeln, wie jetzt Kizaru noch reagiert, ob er sich eine Standpauke abholen muss und solche Sachen. Hätte ich mir eigentlich noch gewünscht so, aber wie gesagt, könnte man auch passend noch nächstes Chapter einbauen. Obwohl ich jetzt fast schon auf dem Elbaf-Schiff und auf der Sunny wünsche ich mir fast schon jetzt die Schwenker. Ne? Dragon, Shanks, Blackbeard, ein paar Schwenker ist uns Oda fast noch schuldig, dass wir die sehen. So, und deswegen will ich jetzt auch nicht mehr noch länger auf Egghead verbringen. Wir haben jetzt so viel da, wir wissen fast alles. Also wir wissen jetzt diese ganzen Verratssachen und alles so, okay. Und es geht ja jetzt auch weiter. Also es wurde ja mit am Ende des Chapters nochmal so ein finaler Satz von Vegapunk zu Sanji gedroppt, der episch ist und sowas. Und es ist eigentlich in der Gegenwart, wurde jetzt nochmal gezeigt, Elbaf, Ruffy, Lysop freuen sich, es geht jetzt dahin. Deswegen meistens ist jetzt dieses Geschehen auf der Sunny und auf dem Elbaf-Schiff erstmal abgeschlossen, strohtechnisch. So, jetzt könnte man theoretisch nächstes Chapter schon woanders hinschwenken, denn die Welt ist in maximalem Chaos und es ist auf jeden Fall Bedarf, mal zu zeigen, was jetzt noch in der Welt abgeht, auch wenn wir das jetzt viel hatten, viele Reaction-Piece und so, ich weiß, aber trotzdem, jetzt wünsche ich mir, dass wir andere Geschehnisse nochmal kurz sehen von Leuten, wie sie wirklich reagieren, also jetzt nicht nur auf die Nachricht, sondern was sie jetzt wirklich physisch machen, jetzt auf diese Nachricht hin. Aber ansonsten ist das erstmal ein entspanntes Chapter, wir werden reingehen, ich werde euch nochmal die volle Summary hier in die Abo-Box klatschen, wenn die da ist, natürlich. Lasst einen Daumen nach oben da, ich bin erstmal raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.